Hier sind wir wieder, Marion. Und du hast dir ja für heute ein schwieriges Thema ausgesucht. Mal schauen, wie weit wir kommen. Genau, hallo Ruth, schön, dass du wieder da bist. Heute möchten wir nämlich über Sexualität sprechen. Stimmt, das ist wirklich ein schwieriges Thema und sehr umfassend. Aber in der spirituellen Szene gibt es ja da doch sehr entgegengesetzte Meinungen und Ansichten. Also die einen, die vertreten die Askese und ein zölibatäres Leben. Sie glauben, dass man durch eine Enthaltsamkeit, indem man halt die sexuellen Energien im Körper nicht auslebt, sondern dann vielleicht umlenkt und für spirituelle Zwecke nutzen kann. Und die anderen wiederum, ich sag mal die Tantra-Anhänger, die versuchen genau durch das Gegenteil, durch das Ausleben der Sexualität und verschiedene Praktiken die Kundalini-Energie zu erwecken, die dann ja der Wirbelsäule entlang aufsteigen soll und dann die spirituelle Erleuchtung triggern könnte. Jetzt ist meine Frage, wer von beiden hat recht oder gibt es da vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf diese Thematik? Ich möchte mich nicht darauf einlassen, zu sagen, welche Methode recht hat. Das wäre zu simpel. Und es ist ja immer so im Leben, in allen Aspekten drin hat es Gutes und weniger Gutes. Das ist so. Ich möchte da anfangen. Die Sexualität ist die zweitstärkste Kraft in unserem System. Die stärkste ist der Überlebenstrieb, erstes Chakra. Das muss als erstes wirken, wenn wir in Gefahr sind. Und wenn unser Leben nicht länger in Gefahr ist, dann erwacht die sexuelle Energie. Hier im Körper wäre sie eigentlich mal gedacht gewesen, um Babys zu machen. Ganz simpel. Und die Kraft ist stark und deshalb wurde sie auch sehr unterschiedlich verwendet oder auch beworben oder verboten und verschiedene Völker haben einen unterschiedlichen Umgang gefunden damit. Ich bin in eine Generation hineingeboren worden, wo man relativ frei darüber gedacht hat. Ich bin ein Späthippie und das war so die sexuelle Aufklärung. Wir hatten die Pille, die Tore haben sich geöffnet, wir konnten experimentieren. Also das war diese Zeit, nicht wahr? Anfang 70er Jahre, auch in die 80er Jahre hinein. Und schade, dass das die Jungen gleicherweise nicht mehr tun können. Das hatte auch eine gewisse Unschuld da drin. Es wurde nicht gleich alles gefilmt. Es gab noch nicht so viele Pornos überall. Die Leute waren noch nicht mit diesen heftigen Bildern beschäftigt. Oder zumindest ist es nicht bis zu mir hingekommen. Es wäre schön, wenn junge Menschen lernen können, experimentieren könnten, auch kindlich, auch unschuldig mit der Sexualität experimentieren könnten. Aber ich befürchte, diese Zeiten sind vorbei. Die Bilder in diesen Köpfen sind anders geworden. Und bei den Indern habe ich immer sehr geschätzt, dass sie, oder zumindest das, was ich kennengelernt habe, dass sie in ihren spirituellen Disziplinen die Sexualität mitgenommen haben. Also einen natürlichen Anteil. Und ich wusste auch von diesem Modell, dass man in seinem Partner, ich als Frau, in meinem Partner das Göttliche verehren würde. Er würde mir das Göttliche verehren. Und auf diese Weise würde die Sexualität wirklich auch eine spirituelle Dimension erreichen können. Das war das Modell. Und das hat mir immer sehr gefallen. Das hat mir Eindruck gemacht, weil gleichzeitig wusste ich, dass hier in Mitteleuropa im Christentum die Sexualität oft als schmutzig, als verabscheuungswürdig, als nicht spirituell, sondern tierisch betrachtet wurde. Und ich habe gespürt, die Sexualität muss man irgendwie mitnehmen, dass man ein ganzes Wesen ist, ein ganzer Mensch ist. Aber ich hatte eigentlich immer den Anspruch, dem eine gute Qualität zu geben und habe dann gemerkt, dass es nicht ganz einfach ist, dass man nicht immer Herr der Dinge ist. Ich habe jetzt gerade keinen anderen Ausdruck, Frau der Dinge ist. Ich konnte dieses Pferd nicht eigenständig reiten, sondern manchmal hat die Energie übernommen und hat mit mir gemacht, was sie machen wollte. Und das hat mir nicht gefallen. Also damals habe ich schon als junge Frau festgestellt, dass da Kräfte am Werk sind, die ich nicht kontrollieren kann.
Wir gehen mit der Sexualität alle so einen weiten Weg, einen enorm weiten Weg. Man verliebt sich zum Beispiel und alles ist elektrisch und alles ist unglaublich spannend und alles ist aufregend und man genießt diese Aufregung und ist auch leicht erregbar. Man hat vielleicht auch leicht sexuelle Erregung dadurch und das hat eine spezielle Dimension. Aber das wird kühler, das wird sehr rasch kühler. Und diese elektrischen Impulse sind nicht mehr so leicht abzurufen. Und dann kommt es darauf an, wie sich Paare entscheiden. Man könnte mit dem ganz normalen Fluss gehen und seine Sexualität subtiler werden lassen. Also vielleicht vom Unterleib ein bisschen wegkommen und mehr zum Herz kommen oder sogar ins Bewusstsein kommen und auf diese Weise diese Kräfte integrieren in einen natürlichen Entwicklungsprozess. Das wäre ideal. Das wäre wunderbar für jeden spirituellen Weg. Aber ganz viele entscheiden sich dafür, die Reize zu intensivieren. Also wenn es nicht mehr ganz so aufregend ist, nicht mehr ganz so elektrisch, dann möchten sie gerne, dass es wieder intensiv und leidenschaftlich und kraftvoll wird und so. Und dann werden die Reize intensiviert. Man lotet die Grenze aus zwischen Schmerz und Lust und so weiter. Da möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Das ist uns allen klar, wir sind erwachsene Menschen. Ja. Und dann nimmt es eine schlechte Bahn. Dann kommt es in etwas Destruktives hinein. Und diese Entscheidung müssen wir alle irgendwann mal treffen. Was wähle ich? Wie gehe ich mit dieser Kraft um? Was mache ich damit? Und dann zeigt es sich, ob die spirituelle Zielsetzung wirklich trägt. Was ist uns wichtiger? Die sexuelle Lust oder die spirituelle Erfüllung? Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Wir haben alle Hormone. Wir haben alle diese Sinnlichkeit und sexuellen Bedürfnisse. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diesen Kampf gewonnen habe. Auch nicht selbstverständlich. Im Alter von ungefähr 35 habe ich für mich entschieden, dass ich zölibatär lebe. Also ich wollte dieses Pferd an den Zügel nehmen. Und das heißt dann, dass die Energie anders geleitet werden muss. Also anstatt, dass sie sich in Orgasmen wieder befreit, wie ein großes Niesen, das durch den Körper geht, natürlich ein genussvolles Niesen, anstatt dass sich diese Energie befreit, muss sie einen Weg finden im Körper. Sie muss sich bewegen, sie muss in Bewegung bleiben, sonst hat man Schmerzen. Kriegt man Schmerzen in Gelenken oder im Zwerchfell oder das wird unangenehm, ja. Und dann ist es wichtig, dass man sorgsame energetische Arbeiten macht, um immer wieder in der Balance zu sein. Und dann verfeinert sich die Energie und irgendwann spürt man, man hat diese ganze Energie zur Verfügung als Lebensfreude, als Vitalität, als Kraft. Und das bewegt sich innerhalb des Systems. Das war ein großes, großes Erfolgserlebnis für mich, dass mir das gelungen ist. Ich meine, mitten in den Jahren, wo die Hormone eigentlich am intensivsten wirken. Später hatte ich dann wieder auch ab und zu Beziehungen und so weiter. Da brauche ich auch nicht ins Detail zu gehen. Du hast mich gefragt, ist jetzt Askese das Richtige oder ist Tantra Kundalini das Richtige? Ich habe Askese gewählt, nachdem ich die Nase voll hatte. Ja. Und das ist was anderes, als wenn junge Menschen eingeladen werden, in irgendeiner Sekte, in irgendeiner Gruppierung zölibatär zu leben. Und es wird dann mit moralischen Dogmen belegt und so weiter. Das empfinde ich als sehr, sehr schlecht. Ich wusste, warum ich das tue. Und ich war überzeugt von dieser Entscheidung. Und deshalb war es freudvoll, lustvoll, positiv und hat mir unglaublich viel gebracht. Also eine Askese, die abgefordert wird von außen, empfinde ich als sehr negativ. Oder auch, wenn die Leute zu streng sind mit sich. Ich denke, meine Energie habe ich wirklich mit Tanzen, mit ein bisschen Atemübungen, mit ein bisschen Bewegen,
und so weiter, habe ich sie im System gehalten und es war freudvoll. Ich habe mich nicht gepeitscht. Ich habe mich nicht unter die kalte Dusche gestellt. Ich habe es freudvoll bewegt, diese Energie. Und sage aber dann auch immer, wenn ich danach gefragt werde oder wenn ich darüber spreche, das ist mir gelungen als Frau. Und es kann sein, dass das als Frau einfacher ist als Mann. Für meine Empfindung ist die weibliche Sexualität mondhaft. Sie wird bestrahlt von der sonnenhaften Energie vom Mann und kommt dann zum Leuchten, wird dann bewegt. Und wenn man aus diesem Feld raus ist, wenn man diese Begegnungen nicht mehr hat, in dieser Zeit habe ich auf Reize verzichtet. Also ich habe nicht Fernsehen geschaut, ich habe vor allem spirituelle Literatur gelesen und ich habe mich sehr zurückhaltend, sehr diskret gekleidet, um keine begehrlichen Blicke anzuziehen. Und dadurch konnte ich meine eigene Sexualität ruhig halten. Aber die männliche Sexualität funktioniert ein bisschen anders und da kann ich schwer etwas darüber sagen. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Ja. Aber für mich wurde es zunehmend ruhiger und einfacher und auch erfüllender, weißt du. Ich war sehr, sehr glücklich. Auch wenn ich dann wieder eine kurze Beziehung hatte und wieder alleine war, nach ein paar Wochen war dieses Glücksgefühl wieder hier. Dieses Gefühl von energetischer Autonomie und Stärke und Strahlkraft, das war wirklich schön zu erleben. Heute ist es anders, in meinem Alter sind die Hormone anders, da ist diese Ruhe ohnehin da. Das genieße ich sehr. Aber du fragst mich natürlich auch nach Kundalini, nach Tantra. Also ich denke, es gibt unterschiedliche Tantra-Richtungen. Aber grundsätzlich könnte ich sagen, mit Energie kann man nicht in den spirituellen Raum kommen. Mit Energie kommt man bis Ebene 9, also bis zur obersten Astralebene. Man kommt vielleicht in eine Ekstase, man kommt in die Leidenschaft, man kommt in Heftigkeit hinein. Aber Spiritualität ist etwas ganz Sanftes, etwas Ruhiges, etwas Kühles, etwas, was jenseits ist von all dieser Energie. Also natürlich können die sich vorwärts pushen mit dieser Energie, aber sie werden nur besonders kraftvoll im astralen Raum. Deshalb diese Shaolin-Mönche, die ja auch mit dieser Energie arbeiten, die dann nicht sexuell ist, aber es ist grundsätzlich das gleiche Prinzip. Ja? Also das Ego wird bestärkt, diese Ich-Kraft, diese Vitalität wird bestärkt, aber mit dem kommt man nicht in die Spiritualität. Das ist eine Illusion. Das werden Krieger. Diese Kundalini, wenn man die weckt, ist die so machtvoll, dass Menschen auch Schaden nehmen können daran. Es kann wirklich unendlich heftig sein, sodass man nicht mehr als Mensch existieren kann. Ich hatte nur ganz kleine Kundalini-Schübe, 2-3 Mal in meinem Leben, hat mir absolut gereicht. Ich hatte mal eine Klientin mit einer befreiten Kundalini. Sie hat gesagt, sie kann nur noch stundenlang am Boden liegen und ihrer Energie zuschauen. Wenn die Energie wach ist, ist sie nicht mehr leistungsfähig. Sie kann nicht mehr denken, sie kann nicht mehr funktionieren. Das ist wie eine brodelnde Suppe. So. Ist nicht harmlos. Nicht harmlos. Aber solche Dinge lässt man erst los, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, ich hätte keine Lust darauf. Nein, Spiritualität ist etwas anderes. Ich denke, es gibt da wirklich die Leute, die am liebsten ständig in einem präorgiastischen Zustand wären. Oder auch den ultimativen Orgasmus suchen und da glauben, das ist Erleuchtung. Da habe ich eine andere Betrachtung darüber. Ja, das. Und ich glaube, ich kann vergleichen. Mein Leben hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu vergleichen. Du hast jetzt ja eben schon angesprochen mit diesen
fremden Energien, also mit anderen Kräften, die einen übernommen haben. Und die Erfahrungen machen wir jetzt ja auch immer wieder, dass man von Menschen hört, die sagen, sie werden ja bei der Sexualität übernommen oder vielleicht sogar mit Magie von Menschen beeinflusst. Woran kann man das feststellen oder kannst du da noch ein bisschen drüber erzählen, dass man sich vorstellen kann, was das bedeutet? Also dem zugrunde liegt, dass im Astralraum ganz viele Wesen sind, die sich von dieser Energie ernähren. Nicht nur von der sexuellen Energie, auch von der Wutenergie, vom ganzen emotionalen Spektrum. Alle emotionalen Energien werden abgeerntet im astralen Raum. Da wurde schon früher von diesen Energievampiren berichtet, die gibt es halt. Und dann gibt es noch Verstorbene, für die Sexualität derart wichtig ist, dass sie auch nach dem Tod noch zurückkommen, um von dieser Essenz etwas zu spüren. Und die schlüpfen dann in den Körper hinein oder nehmen teil an solchen Dingen. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe Menschen getroffen, die haben einen offenen Zugang zur Ebene 8. Diese astrale Sexualität findet in Ebene 8 statt. Wenn diese Pforte offen ist, können alle möglichen Wesen hereinkommen, um daran teilzuhaben. Und es ist einfach ein übles Gefühl. Man möchte sich selber sein. Man möchte nicht, dass andere Wesen im eigenen Körper sind. Und ich habe gemerkt, dass kleinere und größere Wesen in meinen Körper hereingekommen sind und ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse durch mich leben wollten. Und es hat viel geistige Arbeit gebraucht, um das loszuwerden. Und sogar noch Jahre, nachdem ich keine Sexualität mehr hatte, konnte es geschehen, dass ich am Abend am Einschlafen war und sich plötzlich so etwas bewegt hat in meinem Bauch drin, so, ah, wäre doch schön, Sex zu haben. Nein, 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 ich war dann immer gleich wieder hellwach und habe gesagt, nein, 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 nicht mit mir, raus da, raus. Und habe diese fremden Kräfte, die schleichen sich halt so ein, habe die gleich wieder rausgeschmissen und dann war Ruhe und ich konnte schlafen. Wie gesagt, ich genieße den ruhigen Zustand. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, für die ist gelebte Sexualität das Größte. Das ist es für mich nicht. Ja. Das war es, als ich jung war oder frisch verliebt, aber länger nicht mehr. Es war ja ebenso schön ausgedrückt, dass vielleicht so eine zölibatäre Phase schon mal sinnvoll sein kann, wenn man ausschweifend eine Zeit lang, vielleicht auch in jungen Jahren gelebt hat. Und damit man sich auch energetisch unabhängig noch mal spüren kann, dass man einfach weiß, ich brauche keinen Sexualpartner, um mich jetzt vollständig zu fühlen. Und jetzt meine Frage, wenn man jetzt als Paar jetzt beschließt, Sexualität zu leben, ohne dass man das jetzt mit Spiritualität verwechselt, kann man sich dann vor solchen Fremdeinflüssen schützen? Kann man da vielleicht einen Bewusstseinsraum schaffen oder... Ja, also vor allem, wenn beide sich bewusst sind, wo da die Gefahren sind und wenn Freundschaft und Loyalität und Liebe da ist in dieser Paarbeziehung, dann kann man einen gemeinsamen Raum schaffen und definieren, der gehört nur uns. Und dann kann das stattfinden. Ja. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Das ist ein hoher Anspruch. Aber sobald man diesen Raum dann öffnet für eine Außenbeziehung, dann geht eine Pforte auf und da kann wieder alles Mögliche mit reinkommen. Du hast doch mal gesagt, dass man vielleicht auch deklarieren kann, die Sexualität lebe ich mit diesem Partner oder halt mit diesem Menschen, dass man da ganz klar sowohl im Astralraum, aber auch im Zwischenmenschlichen das deklariert, weil da wäre auch meine nächste Frage. Ich kenne viele Leute, die behaupten, so eine klassische Paarbeziehung ist eigentlich überholt und hat nichts mit spiritueller Lebensweise zu tun, weil spirituell betrachtet ist Liebe ja frei und bezieht sich nicht auf einen Menschen und das ja, rechtfertigen die danach in dem Sinne, dass man seine Sexualität frei laufen lassen kann und mit jedem, mit dem man sich vielleicht elektrisch anziehend findet, das auch ausleben kann. Und ich habe eben schon rausgehört, vielleicht in jungen Jahren kann man das ja auch vielleicht mal machen, aber vielleicht hat es ja auch Nachteile, dauernd häufig wechselnde Geschlechtspartner zu haben. Und was ich auch noch nie erlebt habe, ist dieses
dass jemand wirklich in der Lage war, seine Eifersucht doch komplett loszulassen, was aber diese Menschen auch als spirituell bezeichnen, dass man halt gar nicht mehr eifersüchtig sein darf. Und wenn man schon sagt, nee, das ist mein Partner, mit dem lebe ich meine Sexualität und wir haben uns darauf geeinigt, diese nicht mit anderen Menschen zu leben, dann halten die das schon als nicht spirituell. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Hier kommen wir genau in dieses Feld, wo wir Menschen eben einen freien Willen haben und wir können experimentieren. Das ist im Tierreich viel einfacher. Da sind die Männchen und Weibchen, die sind aufeinander konditioniert. Die Programme passen zusammen. Und beim Menschsein, das ist ganz stark von der Kultur abhängig, von der Zeit abhängig, von den spirituellen, nee, sagen wir religiösen Regeln oder auch politischen Regeln. Also da gibt es halt wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Im spirituellen Raum bin ich an einem Ort, wo ich wirklich jedem existierenden Wesen die gleiche Liebe geben kann. Egal, was dieses Wesen im Körper, in der Welt tut. Aber ich respektiere dieses Wesen im spirituellen Raum und bin befreundet, bin verbunden. Es ist die gleiche Ebene. Hier lebe ich diese Allliebe. Und was dann auch passiert, wenn jemand aus meinem Gesichtsfeld verschwindet, dann vergesse ich dieses Wesen, weil ich keine Bindung habe, weil ich nicht sentimental bin. Ah, den letzten Geburtstag haben wir doch zusammen gefeiert und so. Solche Sachen habe ich nicht. Ich bin mit denen, die gerade da sind. Aber auch in einem sehr, sehr weiten Feld. Ich schaue da in den Bewusstseinsraum hinein und heiße diese Wesen auch liebevoll willkommen und so. Aber hier in dieser Theaterrolle als Person, als Frau, könnte ich das niemals leben. Weil wenn man Sexualität teilt, wird man auch ein Stück weit verletzlich, verletzbar, empfindsam. Und man genießt diese Zweisamkeit. Und man möchte jetzt nicht, oder ich möchte nicht, dass mein Gegenüber jetzt genau diese Intensität oder Zärtlichkeit auch gleich mit jemand anderem teilt. Das möchte ich nicht. Und ich denke, das hat seinen Sinn und Zweck. Und wenn halt jemand mit vielen Menschen zusammen sein will, naja, kann er, aber dann ziehe ich mich zurück. Ich will in dieses Spiel nicht hineingehen, weil ich weiß, da würde ich Schmerz erleben. Das würde mir nicht gut tun. Dann kommt man in dieses Vergleichen oder man kommt halt eben in die Eifersucht oder man hätte sich gefreut auf gemeinsame Stunden, aber jetzt ist jemand anders da. Das ist schwer erträglich. An diesem Spiel möchte ich nicht teilnehmen, das tut mir nicht gut. Diese Allliebe, die lebe ich im spirituellen Raum und hier in der Welt möchte ich halt unterscheiden. Also manche Menschen sind ein bisschen näher, manche sind ein bisschen weiter weg und man umgibt sich mit den Menschen, die einem gut tun oder die zu einem passen oder es kompatibel ist oder so. Ja. Nein, ich halte nichts von dieser Promiskuität, halte ich nichts davon. Man kann ja auch dann jeweils die Menschen anschauen, wenn sie älter sind, wenn sie nach einem bestimmten Prinzip gelebt haben. Und wenn man dann hinschaut, wie sich das so anfühlt im Alter. Okay, dann kann man ja etwas sehen, was da herauskommt. Ist nicht meins. Nein, ich glaube, da wird ein Teil der Seele oder ein Teil des Wesens wird vergewaltigt. Also für die Männer mag das grandios sein, einfach wirklich mit alle zu lieben sozusagen. Also mit allen Sex zu haben, zu Deutsch. Aber entwicklungsfördernd ist das nicht. Nein, halte ich nicht für gut. Also es kommt noch ein energetischer Aspekt dazu. Wenn wir so intensiv zusammen sind und Körpersäfte austauschen, dann kommen wir in den Genuss, in den zweifelhaften Genuss vom ganzen energetischen System dieser Person. Also das gibt einen Abdruck, ja, und das würde jetzt heißen, wenn ich Sexualität teilen würde mit jemandem, der da wirklich querfällt, mit anderen Frauen auch schlafen würde, dann hätte ich alle diese Frauen auch in meinem Energiefeld. Und das ist mir dann einfach zu viel.
It's overpopulated, würde man sagen, überbevölkert, will ich nicht in meinem System haben. Was ich sagen kann noch oder was ich noch berichten kann, wenn man mit jemandem zusammen war und sich die Beziehung dann auflöst, dann braucht es eine geraume Zeit, bis wirklich alle diese Bewusstseinsfünkchen, alle diese Anteile wieder aus dem System rausgereinigt sind. Und es passiert nicht einfach so. Es braucht einen Versöhnungs- und Ausheilungsprozess und Ausreinigungsprozess, bis man wirklich wieder ganz sich selber ist. Und darauf habe ich aber immer Wert gelegt, das sauber auszureinigen und wieder mich, ganz mich selber zu werden. Das fand ich immer äußerst wichtig. Und das kann ja jemand nicht tun, wenn da so viele Partnerinnen oder Partner sind. Nein, ich glaube, das wäre sehr kontraproduktiv für jede spirituelle Entwicklung. Weil für eine wirkliche spirituelle Entwicklung müssen wir Raum haben, um den Geist zu klären. Und eine auf diese Weise gelebte Sexualität ist kontraproduktiv für einen klaren Geist. Das geht gar nicht zusammen. Du betonst ja auch immer, für deinen Weg interessieren sich sowieso nur die Menschen, die die Nase voll haben, sage ich mal, von den irdischen Themen. Und ich meine, Sexualität ist ja vermutlich, wie du ja sagst, jetzt die zweitstärkste Kraft im Körper und vermutlich eine der größten Ablenkungen hier im Irdischen, die es so gibt. Also wer das über die Spiritualität setzt, die Sexualität, der kann halt den Weg der Befreiung nicht bis zum Ende gehen. Also ich habe Verständnis dafür, dass man Sexualität lebt. Also ich bin wirklich nicht für die totale Askese. Wir sind, also diese Körper, wenn die jung sind, sind sie hormongesteuert und man muss einen Umgang finden damit. Und ein gemeinsamer Freund hat das so nett ausgedrückt. Er hat gesagt, ach, dann gehen wir dann halt für eine gewisse Zeit ins zweite Chakra zu Besuch. Ist doch schön. Ohne Anspruch, dass jetzt diese Sexualität spirituell ist. Es ist eine sinnliche, warmherzige, schöne Begegnung. Man genießt es, zusammen zu sein. Und das wäre eigentlich die beste Voraussetzung, um nachher wieder mit dem freien Geist auch spirituell meditieren zu können, zum Beispiel. Das finde ich schön. Das gefällt mir gut. Also es bestimmt, also werden Paare, die sich lieben und respektieren, Wege finden, um das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Gut, also vielen herzlichen Dank. Also ich finde, du hast dieses Thema so schön aufgerollt und ich glaube, viele können hier sehr viel Wertvolles für sich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ergänzen möchtest oder ich fand es wieder sehr rund und voll. Ich werde etwas ergänzen. Es bezieht sich auf eine Untersuchung, die, von der ich gelesen habe im Buch Neustart im Kopf. Es ist von Norman Deutsch, ein sehr spannender Autor. Und die haben Studien gemacht, er beschreibt es in diesem Buch, dass gewisse Hirnareale für gewisse Dinge zuständig sind. Logisch, ja. Wir können zum Beispiel alle Finger unabhängig voneinander bewegen. Aber wenn man jetzt für eine gewisse Zeit zwei Finger zusammen macht, mit einem Pflaster irgendwie, weil einer vielleicht gebrochen ist oder irgendwas, dann verbinden sich auch diese beiden Hirnareale. Und nachher dauert es ganz lange, bis diese beiden Finger wieder unabhängig voneinander bewegt werden können. Es kann auch zu solchen Dingen kommen bei Pianisten, dass plötzlich zwei Hirnareale zusammenkommen und sie können es nicht mehr unabhängig bewegen. Es braucht ein Training, um das wieder auseinanderzubringen. Also, was ich sagen will, was wir tun, manifestiert sich im Gehirn. Und wenn jetzt Menschen, und ich denke jetzt vor allen Dingen an die jungen Menschen, wenn die sich mit Pornografie befassen, und das ist ja so weit verbreitet, dann wird mehr und mehr von diesem Hirnareal mit pornografischen Eindrücken besetzt. Ja? Und alles, was sonst noch zur Sexualität gehören würde, die Zärtlichkeit, der Blickkontakt, die Fairness, die Sorgfalt, die Fürsorge, weißt du, all dieses Liebevolle, das wird
verdrängt, weil diese pornografischen Bilder, die viel mit Schmerz und starkem Reiz und so weiter zu tun haben, die nehmen mehr und mehr Raum ein und irgendwann ist eine normale Sexualität nicht mehr möglich. Und das fand ich so unendlich traurig. Ja, weil zwei Finger kann man wieder trainieren, dass die sich unabhängig bewegen. Aber wie schafft man es, dass man wieder zu diesen feinen Aspekten kommt von der Sexualität? Und wenn da eine ganze Generation nur noch solche Bilder im Kopf hat, dann ist das eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Und das, ich hoffe, dass sich das wieder mal ändert. Ja. Das wollte ich anfügen. Das ist ein ganz trauriger Teil von etwas, was ja häufig dann als so unglaublich toll und spannend und leidenschaftlich und intensiv und cool und alles Mögliche bezeichnet wird. Es ist ein Desaster. Es zerstört eine Generation. Ja, das ist jetzt nicht ein schönes Schlusswort. Sagen wir mal so, wir sind hier in dieser Welt und machen Erfahrungen. Und einige sind schön, einige sind subtil, andere sind gröber, andere sind hässlich. Und wenn wir das ganze Spektrum erfahren, können wir Schlussfolgerungen ziehen. Dann können wir anfangen, uns zu definieren. Was will ich in meinem Leben? Wie will ich meine Sexualität definieren? Damals als junge Frau habe ich gesagt, ich möchte nur Sexualität teilen mit jemandem, den ich wirklich respektiere, wo die Chemie stimmt, wo die Interessen stimmen, wo die Ethik stimmt. Ja? Und auf diese Weise habe ich für mich einen Rahmen gesteckt. Und so wird jede Person für sich herausfinden müssen, was passend ist, was stimmig ist. Und es lohnt sich, da sorgfältig hinzuschauen. Und wenn die Sexualität das Leben bestimmt, dann ist man auf einem unguten Pfad. Herzlichen Dank, Ruth, auch dass du dich diesem Thema gestellt hast. Und ja, einfach nur der Wahnsinn. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön, Marion.